Hallo, ihr Freundinnen und Freunde von alten Horrorfilmen und Spielen. Ich bin der Bruger und das hier ist The Quarry. Und dies sind die Leute, die mich monatlich supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Bex King 1990, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Lufire 486, Broken X, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XCX, Onkau 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Joel Buck, Leon der Mettler, Master Exploder 5000, Maurice MZ, MyKid Chan, Metal Dragoner X, MJC Cards and Games, Neo Chaos, Nixstar, Pat Cardi, Panarek 90, Pupu Fischpup, Reik Boretzky, Rallion Donovan, Rufus Platus, Saphir Meer, Sebastian HH, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Steffi und Arni, TV de Mr. Wayne, Wölfchen 0909 und ZX94. Ja, und damit geht's los, ihr lieben Leute. The Quarry, das neue Spiel von Supermassive Games. Ihr habt vielleicht schon drauf gewartet, so wie ich. Ich habe mich echt drauf gefreut. Das hier sieht nämlich sehr interessant aus. Es spielt so ein bisschen à la Freitag der 13. in einem Ferienlager. Und da sind ganz viele Teenager, die gerne abgeschlachtet werden möchten. Das finde ich doch gut. Ich hoffe, ihr auch. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Und danke für die Leute, die mich monatlich unterstützen mit einem Obolus. Könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr möchtet. In der Videobeschreibung findet ihr mehr dazu bei der Kanalunterstützer-Option. Jetzt aber viel Spaß mit dem Intro. David Arquette kennt man natürlich von Scream unter anderem. War auch mit Courtney Cox verheiratet. Sind sie, glaube ich, nicht mehr. Weiß ich nicht. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist... lost. Das ist diskutabel. Ja, die Untertitel sind ein bisschen groß. Ich mach sie etwas kleiner gleich. Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime-Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Ach, sehr gut. Okay. Ja, Hase, nicht schlecht. Danke. Danke, Hase. Die Straßen werden ja immer schlimmer. Das gehört sicher zur rustikalen Sommercamp-Erfahrung. Ach ja, da wollten wir hin. Habe ich schon vor 200 Meilen vergessen. 200 Meilen, ja? Ja.
Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay, bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei. Leier nehmen oder Karte nehmen? Ich nehme die Karte. Ah, voilà. Was ist das? Ja, ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Hey, Augen auf die Straße! Oh. Alter! Wie sie auf dem Rücksitz saß. Der Anstieg gefällt mir schon mal. Alles okay? Ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott. Was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Laura, ist das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, Ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht. Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht's schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, okay. Ich kann nur sagen, ich bin total gespannt, weil bisher gab es halt immer so Positives und auch Negatives zu berichten, aber ich habe es mal groß gemacht. Ich mache es mal normal. Nee, ich hoffe, das ist nicht zu klein dann. Also, ja. Und es gab, wie gesagt, immer gute und schlechte Spiele von Supermassive. Jetzt ist nicht so wild. Meine Mom killt mich. Mich stören ehrlich gesagt so ein bisschen die Balken, also... Oh, und die Performance ist gerade ein bisschen schlecht. Naja, gut. Wie gesagt, ich fand Until Dawn großartig, wirklich. Was? Tutorial freigeschaltet, unterbrechen. Ah ja. Unterbrechen. In dieser Nacht wirst du hin und wieder die Gelegenheit haben, das Geschehen durch dein Handeln selbst zu beeinflussen. Bedenke, dass du in diesen Fällen zwar eingreifen kannst, aber nicht zwingend musst. Manchmal ist es sogar besser, es zu lassen. Ja, ich finde die Tutorials cool. Was, Luft anhalten gibt's auch noch? Okay. Herumschnüffeln. Ich suche das Werkzeug natürlich. Ist ganz schön düster hier auch, ne? Oh, Landis University ist abgelehnt worden. Wieso hast du nichts gesagt? Danke, Schatz. Ja,
Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Heizgeräts vor. Überall ist besser als hier. Wie war das mit Leuchten? Wolltest du nicht leuchten? Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt! Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Trotzig oder entgegenkommt? Entgegenkommt. Mein Gott, Max, beeil dich! Was ist denn los? Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt, ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört, okay? Klang wie eine Frau. Haben wir sie angefahren? Ich gehe da unten nachsehen. Okay. Ist gut. Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja, ja. Okay. Ja, aber komische Frisur, oder? Der Kerl. Okay. Viel Glück mit der Karre. Was eine gute Idee ist, erstmal trennen hier. Ich meine, gibt ja noch sowas wie wilde Tiere, ne? Ich muss zugeben, ich habe mich überhaupt nicht informiert. Ich habe auch keinen Trailer gesehen. Ich mag das auch nicht so gerne, weil dann wird man immer gespoilert und es kommen halt irgendwelche... Weiß ich nicht, man sieht halt zum Beispiel schon, was die Monster sind oder... Das finde ich generell nicht schön, sowas. Ich lasse mich lieber überraschen. Also wenn ich irgendwas sage, was sich vielleicht doof anhört und ihr sagt so, hä? Hast du das nicht gewusst, der Trailer und so weiter? Nee, habe ich nicht. Möchte ich auch nicht. Das werden wir alles hier kennenlernen. Harums Garum Plakat, Prolog Wald. Das ist ein Plakat für einen Wanderzirkus. Es scheint schon eine Weile hier zu sein und wurde scheinbar im Wald vergessen. Sind die Ränder etwa angesenkt? Harums Garum. Das hat irgendwas damit zu tun. Dem Schrecken hier im Spiel. Der kann auch gar nichts sehen übrigens ohne Licht an dem Auto, oder? Da liegt wieder was. Ich mag den Stil halt, wirkt so ein bisschen 80er, aber es ist halt schon in unserer Zeit. Entfesselungskonstruktion. Eine Truhe voll seltsamer Gerätschaften. Vielleicht gehörte einem Entfesselungskünstler ein Relikt eines Wanderzirkus, der durch diese Gegend gekommen sein muss. Freakshow. Geschichte der Hacketts. Geschichte des Camps. Was haben wir noch? Das war's. Weiß ich nicht, ob so die Durchschnittslänge von so einem Spiel hat, von Supermassive. Mein Until Dawn war ja was anderes. Das ging extrem lang dafür. Aber jetzt sowas wie Man of Medan oder... House of Ashes, wie ist das andere? Habe ich schon wieder vergessen. Die ging ja also 4 bis 5 Stunden maximal. Until Dawn hat, glaube ich, schon so eine 8, 9 Stunden, 10 vielleicht. Ah. Was zur Hölle? Kaputter Käfig. Silas, das Wolfskind. Dieser kaputte Käfig wurde mit der Zeit vom Wald erobert. Sieht aus, als hätte sich hier ein Tier niedergelassen. Alles klar? Also irgendwas... Irks. Ist ja wohl mit dem Wanderzirkus passiert. Echt merkwürdig. Ja. Ey, aber alleine, dass sie sich hier schon so umsieht, ohne ihren Freund, ne? Das ist schon ein bisschen leichtsinnig, Mädchen.
Okay. Das war jetzt wieder nur für uns, für den Zuschauer. Ich habe halt auch total die Orientierung voll nach dem Cut. Oh. Kannst du deinen Silas mal woanders suchen? Sprich mit mir, was ist? Was ist los? Da draußen ist was. Irgendwas. Da waren Geräusche um mich rum. Ich konnte... Hase, atmen. Es ist okay im Wald, da ist viel unterwegs. Die Tiere, da erschreckt man sich schon mal. Nein. Können wir weg hier, bitte? Ja, los geht's. Okay. Okay. Ja, er springt an, schnurrt wie ein Kätzchen. Max, komm schon! Geht los, wir verschwinden. Oh mein Gott, was ist das nur für eine Scheiße? Max! Okay, gib mir eine Minute. Ich will hier weg, Max! Aber das hilft jetzt nicht. Kannst du einfach... Ich will uns nur hier rausbringen! Hey, das reicht! Shit, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Ist okay. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße! Oh, fuck! Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Na, alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Ah, Weg gewählt. Hackett's Quarry steckt voller Möglichkeiten, Geheimnisse und unentdeckter Wunder. Mit jedem einzelnen Schritt legst du deinen Weg fest und erlebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Von Zeit zu Zeit siehst du, wie eine Situation hätte ausgehen können, wenn du in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen hättest. In Hackett's Quarry gibt es keinen falschen Weg. Aber Vorsicht, denn manche Wege sind gefährlicher als andere. Okay, schön. Ehrlich oder ausweichend? Ehrlich, ja. Irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und... Jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Äh,
Ja, es ist so dunkel, man hat es wirklich nicht gut gesehen im ersten Moment. Tut mir leid, es ist nur so dunkel und es passierte so schnell und sie verschwand. Sie? Ma'am, ist jemand verletzt? Nein, Gott, nein, auf keinen Fall. Also, ich meine, ich denke, ich weiß nicht. Sir? Mutter laufen lassen. Sir? Oh, er weiß bestimmt was über die Frau. Ist der Kerl nicht der gruseligste Cop? Ich weiß nicht, das ist mein erster Cop. Was, jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Und jetzt verraten Sie mir, was zur Hölle Sie zwei allein hier draußen um die Uhrzeit tun? Wir fahren zum Hackett's Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh? Nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Hat der Blut am Hals. Ist am nächsten dran, dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Ha. Bei allem Respekt, Sir, wieso können wir nicht nach Hackett's Quarry? Weil ich Ihnen sage, Sie fahren zum Motel. Okay, ich verstehe nur nicht, wo das Problem... Ma'am, bitte verlassen Sie den Wagen. Oh. Was? Wieso? Officer, sie hat doch nichts getan. Ma'am? Ich möchte Sie bitten, mal auszusteigen. Ich werde Ihnen eine Route auf der Karte zeigen. Oh, okay. Geht klar. Sie bleiben im Wagen. Schon okay, kein Ding. Okay. Das ist mir irgendwie unheimlich. Am Ende ist das ein Serienmörder oder sowas. Er hat schon Blut am Hals und überall Narben im Gesicht. Okay. So, wir... Yum. ...sind ungefähr hier. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Ich bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen. Gleich am Morgen. Du bist echt gruselig. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Aber wenn da draußen jemand ist? Ja, ich sehe nach. Gute Nacht. Das ist echt voll der Gruseltyp. Wieso sitzt der Kerl noch da? Dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es... War es Blut? Nett, sie kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay.
Wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf, ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Also, ja, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah, 20 ist diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Ma'ams. Okay, es endet hier. Okay. So, kommt jetzt das Intro? Ihr wisst, was ich meine. Den Erzähler und so weiter. Oder haben sie das jetzt rausgelassen? Ich weiß nicht. Ist ja, glaube ich, ja auch das letzte Spiel der Reihe. Hackett's Quarry Summer Camp, 0:26 am 25. Das Juni. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier Max, raus. Können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Ich kann immer noch zum Motel fahren. Nur mal so. Sie ist aber auch ein bisschen beharrlich. Er lässt sich so schnell entmutigen. Ich glaube, ich wäre auch wie sie. Ich würde da jetzt echt gucken, dass ich da irgendwie in die Bude reinkomme. Ich meine, der Polizist, der wird schon wissen, was hier los ist, aber der sagt es halt natürlich wieder nicht. Das soll ja auch eine Spannung aufgebaut werden. Hat er gerade das Auto gestartet? Ist irgendwer daheim? Da ist auf jeden Fall Licht. Es ist auch dunkel hier draußen, ey. Wow, die Kamera. Aha, Alter, das ist gruselig. Okay, ich dachte schon, es kommt irgendwas. Ja, da ist doch eindeutig Licht. Oh, da unten geht's auch noch weiter. Also ich muss sagen, von der Grundstimmung gefällt es mir schon mal sehr, sehr gut. Ich habe ja die ganze Zeit darauf gehofft, dass wir wieder so zu Until Dawn zurückfinden von der Stärke. Vielleicht schaffen wir es ja hier jetzt mal wieder so ein Spiel zu sehen. Treewalk, Treehouse, Quarry, oha. Guthaus, Carpark. Ah ja, wir sind an der Hütte. Was dich nicht tötet, macht dich stärker. Fein. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Ja, von wegen. Ey, da hat echt die ganze Zeit das Auto laufen und hört Musik jetzt, oder was? Vogel. Okay, sie kann auch nichts am Auto machen. Hä? Haben sie gar nicht gesagt. Außerdem hieß es ja auch, heute Nacht wird was passieren und deswegen ist, glaube ich, jetzt heute auch die Nacht, wo das Spiel stattfindet und nicht morgen erst. Ey, gerade bei Until Dawn hat es ja auch Bock gemacht, das Spiel nochmals und nochmals zu spielen, um noch andere Sachen eben freizuschalten oder andere Endings zu sehen oder
Oh, was? Okay? Bin gleich zurück. Ich hole kurz Hilfe. Ich glaube, der braucht keine Hilfe. Max! Max, komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Echt? Ist es Mr. Hackett? Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Ja, und hiermit würde ich so sagen, reicht's für den ersten Part. Es kommt jetzt jeden Tag was. Die ersten drei Parts werden ein bisschen kürzer, aber dann werde ich gucken, dass ich sie länger mache. Es ist halt jetzt bei mir mit der Zeit. Ihr seht's ja, es kommt aktuell nur ein Video. Es kommen halt zwei Videos pro Tag. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich danke auf jeden Fall schon mal für die Aufmerksamkeit und nicht vergessen, liken und kommentieren. Das ist der erste Part vom neuen Projekt und ich freue mich sehr auf eure Unterstützung. Dankeschön. Wir sehen uns wieder zu The Quarry. Tschüss.